Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Zero Hour. So, dann starten wir mal und anscheinend laden wir Daten. Okay, das ging zumindest schnell. Also, ich habe den Steam Review schon entnommen, dass der Online-Modus so gut wie tot ist. Den schauen wir uns nicht an. Deswegen wollen wir uns mal der Karriere widmen. Ich habe eine Scrollleiste, aber keine Karriere. Das ist schon mal nicht gut. Dann wollen wir einfach mal ins Training gehen. Das Spiel hat vorhin, als ich mal probiert habe, irgendwas zu starten, gemeint, Tutorial abschließen. Gut, ich kann das hier andrücken. Bringt nichts. Ist leider alles in Englisch, da konnte ich nichts umstellen. Aber Start können wir in jeder Sprache lesen. So, Training Warehouse, das Training Warenlager. Ja, gehen wir mal die Treppe hoch. Das kann nie verkehrt sein. Glaub, das ist ein Schießstand. Das sieht aus wie ein Schießstand. Wo will das Spiel denn, dass ich hingehe? Vielleicht zu Nummer 1? Oh, da sind Feinde. Hey! Wieso treffe ich den nicht? Ah, vielleicht werden die erst aktiv, wenn wir unten sind. Schauen wir mal. Oh, ein schönes Einsatzschild. Mit einer Mehrfachsteckdose vorne drin. Nee, ich glaube, das sind Lampen. Jetzt haben wir so eins. Aber dann kann ich ja gar nicht schießen. Was haben wir denn noch? Was ist da oben? Kann ich echt... Das ist ein bisschen dämlich gemacht beim Wechseln. Ich konnte nicht mehr nach unten schauen. Da oben komme ich nicht ran. Wir haben so eine Waffe. Wie schießt die denn? Ja, die hat Bums. So, die ist definitiv die da oben. Die gefällt mir eigentlich. Ist das eine SKS? Weiß nicht. Erinnert mich ein bisschen aus die SKS in Escape from Tarkov. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn noch? Schöne Pistolen. Das spielt sich wie eine Desert Eagle in Call of Duty. Ich glaube, damit habe ich noch nie einen Gegner getötet. Ja, so krass war der Rückstoß nicht am Ende, aber am Anfang leider schon. Okay, das probieren wir nochmal die. So, nachladen. Also das war jetzt der normale Rückstoß ohne Korrektur oder sonst was. So eine SMG. Die hört sich aber klasse an. Ohne Shotgun. Hey. Also das mit den Buttons ist noch so eine Sache. Hier komm ich. Mehr F drücken geht nicht. Ha, da steht C4. Steht 04. Ich dachte, wir müssten die Tür aufspringen. MP7 oder MP9, keine Ahnung. Bin nicht so der Waffenexperte. Ah, das sieht aus wie eine MP5. Ich werde es als MP5 bezeichnen. Wenn sich jemand dran stört, gerne in die Kommentare damit. Das sieht aus wie irgendwas. Sturmgewehr auf jeden Fall. M4A1, keine Ahnung. Ich kann hier nur mit meinem limitierten Escape from Tarkov Wissen irgendwas raten. Das sieht doch aus wie eine G36. Das weiß ich aus Rainbow Six. Haben wir die jetzt? Die soll doch immer ein bisschen daneben schießen. Nehmen wir vielleicht eine andere. Hier, das ist doch ein schönes. Na, so viel zu schön. Dann hier was aussieht. Nein, ich habe meine Wahl getroffen. Abgesägte Schrotflinten hatten wir auch noch nicht. Und so eine Waffe kennt man auch. Definitiv wird's die. Her damit. So, dann wollen wir mal beginnen. Irgendwas da unten noch. Ach, das sind einfach Munitionskisten. Ist ja gerade alles kostenlos. Leicht aufmachen. Ich bin nicht sehr gut in taktischen Spielen. Ich werde es trotzdem versuchen. Wenn da jemand hinter der Ecke ist oder da, habe ich ein Problem. Ach, ich glaube, da steht keiner. Ich bin so eine gute taktische... Trial initiated. Mit der Trial geht's los. Nein, Feind. Wieso stirbst du nicht? Hui. So, dann schauen wir mal. Da ist ein Kabel. Da war ein Feind. Okay. Kabel.
Ein Glück ist das beim Zerschneiden nicht hochgegangen. So, ich würde natürlich immer da in der Ecke campen. Ist deutlich sympathischer, denke ich. So, der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Und hier ein unschuldiger Ding hat auch zwei Kugeln abbekommen. Das tut mir aber leid. So. Da oben hebt jemand die Hände. Ist doch noch gar nicht Wochenende. Obwohl, die Episode kommt, glaube ich, Freitag raus. Oder Montag, ich weiß es noch nicht. Ah. Geh doch drauf. Nein, da sind ja noch mehr. Da sind ja noch mehr. Ich treff doch. Ich treff doch. Was hat das Spiel denn nur mit mir? Ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Oder das Spiel buggt einfach. Ich sag, das Spiel buggt. Wir können uns ja hier hinter dem Auto... Oh, ich kann mich auch hinlegen. Also mehr treffen geht nicht. Wie viel hält denn so ein Pappkarton aus? Will doch nur aufstehen. Oh, da ist ja noch einer. Ja, den habe ich wiederum sofort getroffen. Alles eine Frage des Winkels, so wie es aussieht. Okay, ich muss da hoch. Wieso muss ich da hoch? Wie? Oh, ein Glück habe ich nicht getroffen. Aha. Enterhaken? Space. Ja. Und rein mit uns. Oh, voll auf den Unschuldigen. So, rein. Ein Glück bin ich nicht in einer echten Spezialeinheit. Leute können sich definitiv nicht auf mich verlassen. So, du tust keinem Menschen mehr was an. So, einen haben wir ausgeschaltet. Ich glaube, da hinten ist auch ein Typ. Ich will eine Granate werfen. Oh. Ich dachte, ich könnte ihn noch ein bisschen backen. Okay, das hier ist aber ein bisschen witzlos, wenn die nicht zurückschießen. Ja klar, wir können ein bisschen was lernen, wo sie sich denn verstecken. Ich würde tatsächlich jetzt gern den Karrieremodus mal ausprobieren. Hier können wir noch durchgehen. Aha, eine Falle. Komm schon. Ich treffe doch die Rübe. Kann nicht entschärfen und beides, aber Granate. Hui, habe ich keine mehr. Andere Granate habe ich auch nicht mehr. Num 5, ich habe keine Nummerntasten auf der Tastatur. Tja, das ist Pech für uns. Das müsste ich entweder umstellen, da die Pappkartons nicht zurückschießen. Muss sagen, das Gunplay ist aber ganz gut. Bis auf, dass ich teilweise das Gefühl habe, ich müsste mehr treffen. Vor allem den da. Vielleicht sind die ja gepanzert. Au. Okay, ein Glück war das Magazin leer. Sonst wäre der auch draufgegangen. So. So, ich finde, das reicht. Ab in den Karrieremodus. Ja, nicht. Messer. Knife. Knife. Z. Was bringt denn Z? Okay, ist egal. So, return to menu. Ja, ich will es verlassen. Dann schauen wir uns doch mal die schönen Kampagnen an. Karrierenmodus. Wird nichts angezeigt. Das ist aber schlecht. Top-Players. Ich auf jeden Fall nicht. Settings, Learn, Badges, Home. Co-op. Ich glaube, das war's. Hier, Story-Mode. Ach, Career war dann irgendwie meine Errungenschaften. Okay. Dann kann das Spiel nichts dafür. Gut, den Scrollbalken hätten sie wegmachen können. Oder generell das oben ausgrauen, wenn da nichts von Bedeutung drin ist. Dann wollen wir mal mit dem Story-Modus starten. Oh, das klingt doch gut. Also. Story. Ja, das ist nicht gut. Wir senden unseren besten Mann, nämlich mich. Okay, thank you, ma'am. Police up their location in Ronagorite. 10-10, shots fired on Mohagley Street, Street 31. Be advised, the caller states she heard multiple gunshots inside an apartment building.
10-4, show ESU en route. Ihr habt doch auch gesagt, dass da viele Feinde sind. Wieso wird mir das nicht mitgeteilt? Starten. Oh, ich habe ein Co-op-Squad. Ich krieg hier richtige Ready-or-Not-Vibes. Location, Weapon. Mit welcher Weapon war ich denn gerade nicht gut? Mit der Bison. Mir hat die SKS aber gefallen. Nehmen wir die SKS. Handgun. Kann ich nicht wie in Call of Duty einfach einen Raketenwerfer nehmen? Oh, ich nehme den Revolver. Mit dem bin ich auch richtig furchtbar. Modify Flashlight, Infrarot, Steiner Laser, keine Ahnung. Laser ist immer gut und Handgun Laser, Flashlight auf der Pistole. Okay. Ja, Utilities, wir haben einen Doorhammer, ein Medikit, ein Adrenalinkit. Und wir haben Frag Granate, Smoke Granate. Plan the execution. Ja, was soll ich planen? Wieso soll ich was planen? Vielleicht hätte man das im Tutorial gelernt. Ich würde da spawnen und execute. Hallo Jungs. Wir müssen Leute retten. So, wo denn eigentlich? Ich brauche einen Missionsmarker. Ich weiß, das ist hier ein taktisches Spiel, aber so spiele ich gerade nicht. Na, da geht's doch lang. Die könnten mir wenigstens sagen, ob es nach rechts oder links geht. Ja. Sagen sie ja indirekt. Ja, glatter Headshot. So, der ist schon mal down. Alles gut bei dir? Kann ich dich looten? Zumindest ein bisschen Munition. Offene Fenster sind natürlich gar nicht gut. Da hinten ist, glaube ich, auch einer. So, lockt mal Gegner an. So, der ist definitiv draufgegangen. Dann wollen wir das jetzt mal klug angehen. Ich weiß nicht, wie ich mein Team kontrolliere. Vielleicht sind die ja selber klug. Können auf jeden Fall mal hier außen schauen. Alles versperrt, das ist nicht gut. Ich als Bösewicht würde, glaube ich, anfangen, die Geiseln zu töten, wenn die Polizei oder das SWAT-Team so beschissen vorgeht. Feuert doch auf die Gegner. On your knees, geht auf die Knie. Wie schrei ich denn was? Hallo? So, das war doch gut. Da war definitiv ein Gegner. Der steht ja noch auf. Der wollte einen Molotow werfen. Toll, jetzt fackelt die Bude auch noch ab. Wie mache ich meinen Laser an? Laser. Ah! Hände über den Kopf. Das ist keine Warnung. Ich schieße auf jeden, der sich bewegt. Auf die Knie. Au. Granate. Sehr gut. Wir haben einen taktischen Vorteil. Jungs, geht mal rein. Nee, ich wollte meinen Feuermodus... Achso. Könnt ihr da rein? Das ist Laser. Y. Das ist Chat. Nee, das brauchen wir auch nicht. Hier ist keiner da, der es hören wird. Ja! Volltreffer. Voll auf die... Nein! Jungs, heilt mich mal. Jungs, da war eine Sprengfalle. Okay, mir geht's wieder gut. Mir geht's doch wieder gut. Ich wünschte, ich hätte mitbekommen, wie ich meine Jungs anweise, irgendwas zu tun. Und nicht nur, dass die hinter mir sind. Was ist denn das für ein grüner Gummiwurm? Ah, hier haben wir schon einen erschossen. Zumindest ist hier ein bisschen Blut. Ist definitiv nicht von mir. So, das ist die Tür nach außen. Okay, braucht man nicht. Flur gesichert. Glaube ich zumindest. Was ist denn hier drin? Okay, die ist verschlossen. Müssen uns keine Sorgen machen. Oh, hier geht's nach oben.
Okay. Geht ja nur in eine Richtung auf. Haben so manche Türen an sich. War ein bisschen schwierig, die zu öffnen. So, Jungs. Gesunde Menschen voran. Na gut. Ich hätte auf den Boden schauen sollen. Ah, ich kann meine Squad-Menschen spielen. Cool, dann kann ich ja die Sprengfallen wirklich so auslösen. Kann ich dem seine Waffen haben? Zwei Leute sind draufgegangen. Wird schon passen. So, die Sprengfalle ist definitiv weg. Treppe gesichert. Die Dachterrasse ist aber schön. Muss man sagen. Polizei, Flossen nach oben, dann wird man dich loben. Ist hier gut. Wir sichern erstmal oben und dann von oben nach unten. Das wäre jetzt meine Polizeitaktik. Ich weiß, die ist furchtbar. Oh, da sind welche. Schieß doch nicht auf mich, Jungs. Schießt du mit Schrot, ist dein Gegner bald tot. Man müsste treffen. Und das habe ich jetzt getan. So, ich leg mich mal hin, um nachzuladen. So, du bist erledigt. Du bist auch erledigt. Wir erledigen heute ganz schön viele Bösewichte. So, keine Sprengfalle. Ich höre Schritte. Das ist aber ein komisches Bett hier. Wird nicht gern schlafen in dem Schlafzimmer. Alles leer? Oben gesichert. Ein Glück war hier keine Sprengfalle. So, dann können wir jetzt Ebene für Ebene absichern. Schön nicht von unten erschossen werden. Na komm. Aufkicken. Jungs, nach euch. Muss erstmal nachladen. Ein Glück hab ich. Schrotmunition für Tage, glaube ich. Ich bin ein bisschen skeptisch, was Türen angeht, inzwischen. Ja! Nein! Doch! Hat geklappt. Gut, ergebt euch lieber gleich. Da ist doch einer. Ah, meine Teammates sind wie immer nutzlos. Nein, das war ja offen. Naja, Maruf lebt ja noch. Mit einer schönen Waffe. So, zwei sind wir noch. Zwei Leute haben wir noch, um hier alle zu retten. War da nicht einer? Ja, da ist noch einer. Nee, das war mein Teammate, der nachgeladen hat. Oh! Nimm doch ein bisschen was von den Kröten hier mit. Schöne Geldbündel. Der Job muss ja auch gut bezahlt werden. Wir haben ordentlich Verschleiß. Ja, würdest du durch die Tür? Dankeschön. Komische Leute hier, die mich blockieren. Gegner down. Gegner down. Also Ready or Not hat, glaub, mir mehr Spaß gemacht. Vielleicht habe ich mir da auch einfach mehr Mühe gegeben. Hände hoch, Flossen hoch, alles hoch. Na also, ich bin so gut. Muss ich das jetzt knacken? Raus aus dem Klo. Waschbecken. Keine Sprengfalle. Sogar Klopapier ist da. Ja, ist gut. Geh mal wieder zurück. So, ich wette... Es wäre besser, wenn du die Tür aufmachst. Hände hoch. Hallo? Niemand da. Na wunderbar. Hey, das Kopiergerät funktioniert. Ist ja mal eine freudige Abwechslung. Was ist denn das? Soll man sich denn so draufsetzen und dann... Ih, liegt doch nicht drauf. Okay.
Ich verstehe die Technik dahinter noch nicht. Sowas haben wir zumindest bei uns in der Gegend nicht. Da ist noch eine Tür, glaube ich, zu einer weiteren Dachterrasse. Jemand hier, der aufs Maul will? Ergib dich besser jetzt und bekämpf mich nicht. Okay, sieht gut aus. Ja. Ja, ist ja gut. Einmal aus dem Sichtfeld, bitte. So, dann wollen wir mal die Ebene drunter sichern. Ich gehe ja richtig taktisch hier vor. Das gefällt mir. Da liegt ein toter Officer. Ich glaube, das war ich. Ja, schieß doch. Oh, das hat gebackt. Ein Glück waren ja beide. Was ist denn das? Ist das eine Sprengfalle oder nur ein Türding? Polizei! Au. Muss ich kurz nachladen, Jungs. Hört mal auf mit dem Schießen. Nein! Nur noch ein Polizisthammer auf Lager. So war das nicht geplant. Da steht doch noch einer. Da steht doch noch einer. Ach nee, das ist ein Stuhl. Nee, ein Bett. Wird ja immer mysteriöser hier, was ist. So, was haben wir denn noch? Keine Sprengfalle hier. Uiuiuiui. Kannst dich doch nicht so anschleichen. Wer macht denn sowas? Also ich muss sagen, Gunplay ist schon gut. Das haben die Entwickler gut umgesetzt. Also Waffen fühlen sich gut an, hören sich gut an. Er schießen, dann die Fragen stellen. Wir wissen zwar nicht, ob Zivilisten da hinten sind, aber ein bisschen Kollateralschaden wird mir in meiner ersten Mission hoffentlich verziehen. Oh, hier ist gar keiner drin. Gar keiner drin ist da. Ui. Das war auch ein Bösewicht, der sich als Zivilist ausgegeben hat. Bin ich mir fast sicher. Fast sicher bin ich mir da. So, ein Bereich haben wir, glaube ich, noch. Und wir haben leider nur noch den einen Polizisten hier. Ich hätte Verstärkung gerufen mittlerweile. Aber wir werden schon wissen, was wir hier tun. Ist nicht alles gesichert? Ich glaube, wir hätten alles gesichert. Oder ist hier noch was? Nö. Waren doch keine mehr übrig. Was will das Spiel denn von mir jetzt? Da kommen wir auch nicht rein. Hier haben wir angefangen. Wir haben doch alle besiegt. Ich verstehe es nicht. Muss ich noch was reporten? Oh, ich könnte mit meinem Grappling Hook natürlich nach oben gehen. Sehe gerade nur den Sinn noch nicht. Die rechte Seite haben wir auch noch nicht. Irgendwer noch hier drin? Nö, das war eine Pflanze, die mich da erschreckt hat. Irgendwer hier? Hallo? Sieht nicht so aus. Sieht auch nicht so aus. Ich glaube, das sind die Spawn-Bereiche. Ja, hier waren wir. Da erkennen wir doch unsere Arbeit sofort. So soll das nicht aussehen, wenn die Profis das machen. Hier ist noch eine Tür. So, egal wer das war, er ist ausgeschalten, falls da jemand war. Ich kann natürlich von hier nochmal schauen. So. Komm schon, ich glaube, dafür hätte ich einen Rambock gebraucht oder eine Schrotflinte. Wir können uns aber fast sicher sein, dass da nichts drin war. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal kurz nach oben. Ansonsten können wir die nächste Mission wählen. Wenn ich das hier falsch gemacht habe und irgendwie noch alle reporten hätte müssen, wie es in Ready or Not der Fall ist, dann haben wir eh ein Problem. Ich dachte, das hört hier auf, wenn ich einfach alle erschieße.
Das ist normalerweise immer eine gute Strategie gewesen. Gut, bringt natürlich nichts jetzt, wo die einzige Geisel, die wir hatten, irgendwie unglücklich kaputt gegangen ist. Muss ich dich reporten? Kann ich dich reporten? Nö. Schade eigentlich. Ich dachte, vorhin hätte mal jemand irgendwas reportet. Kann mich aber auch irren. So. Keine Sprengfalle. Ist das nicht schön? Dann gehen wir einmal noch nach oben. Und falls das nichts wird, nehmen wir die nächste Mission. Ich glaube, ich habe die hier eh nicht mit Bravour bestanden. Ich bin mir fast sicher, dass ich sie bestanden habe. Das war ein Audio-Report, den ich nicht mal höre. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür. Ah, da war noch ein Gegner. Ah, Mission erfolgreich. Da hat der Camper gesteckt. Hui. Na, da schauen wir mal, ob wir bestanden haben. Ich verlasse das Boiding, das Gebäude. Ich verlasse das Gebäude. Gerettet habe ich niemanden. Schwere Verluste. Aber, wie ich es gesagt habe, successful. Schaut mal. Bestimmt S-Tier-Rang. So gut war ich. Oh je, das gibt Minuspunkte. Return to Lobby. Hat auch gut geklappt. Dann können wir direkt die nächste Mission anstoßen. Terrorhaus, nein, danke. Hier, Residential House. Klingt doch gut. Start Mission. Und bla bla bla, Story. Bring Order to Chaos. Ja, das mache ich doch gerade. Ich muss Intel sichern. Die sollen einfach bessere Prozessoren machen. Set the entry points. First is the main gate in front of the building. It doesn't provide much cover, but will give you quick access to the inside. Dann ist das meine Strategie. The backyard alley behind the building. It provides cover, but is distant from the building's main doors. With both of these entry points, you will find windows and balconies you can rappel into. Good spotting there, Echo One. Any visual on the ambassador? Negative, but he should still be alive. They will need him to find the documents. Copy. Echo One, stand by. Move into position and commence the operation. Ach, das klären wir doch relativ schnell. Eine MS-Unit. Na gut, starten. Das ist noch gar nicht so lang her. Ah, doch. Ist schon ein bisschen her. Wir haben ja 2024 inzwischen. Weapons, was nehmen wir denn? Irgendwas, womit wir gut sind. Valkyrie, her damit. Die mag ich in Escape from Tarkov, die nehme ich. Handgun, Revolver haben wir gar nicht eingesetzt. So ein Mist. Utility 1, wir hätten eine Drohne, wir hätten Night Vision, wir hätten C2. Ach, ich nehme eine Frag-Granate. Was soll der Geiz? Und Doorhammer. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ja, ich habe im Moment sehr gemischte Gefühle zum Spiel. Das Behalten der Waffen ist ganz cool. Die Grafik sieht auch ziemlich brauchbar aus, aber die Performance ist schon mal nicht so gut. Trotz relativ guter Hardware läuft das Spiel gefühlt etwas lahmarschig. Die Gegner-KI war gefühlt etwas zu leicht, also ich habe mich hier nicht wirklich angestrengt, taktisch vorzugehen. Das hat schon trotz paar Verlusten irgendwie geklappt. Vielleicht kann man das ja aber einstellen, keine Ahnung, habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Genau, mit meinem Team habe ich jetzt auch nicht wirklich interagiert und kann dementsprechend nicht viel dazu sagen. Falls man sie so einsetzen könnte wie im Spiel Ready or Not, wäre ich aber durchaus zufrieden damit. So, abschließend vielleicht noch der Multiplayer, habe ich am Anfang schon gesagt, soll auch relativ leergefegt sein. Falls ihr euch das Spiel dann holen wollt, achtet bitte auf die Steam-Reviews. Die sind ganz zuverlässig, wenn sie angeben, dass im Multiplayer nichts mehr los ist. Und dann holt ihr euch das Spiel praktisch nur noch für die Story. Die scheint aber bis jetzt auch nicht allzu lang zu sein.
Ja, was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.